Willkommen zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Heute widmen wir uns, wie das Outfit schon aussieht, mal einer klassischen Waffe, und zwar der S&T M1903 Springfield, die uns hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von der Firma Begardi. Kommen wir nun auch gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in diesem schlichten schwarzen Pappkarton mit S&T Aufschriften drauf, einer kleinen Explosionszeichnung der Waffe selber, ein paar Warnhinweisen. Was in der Waffe schlummert, ist ein relativ hochwertiger Schaumstoff, der die Waffe natürlich auch vor Schlägen beim Transport schützt. Eine Bedienungsanleitung und ein Reinigungsstab, den ihr sicher alle kennt. Ein 25 Schuss Magazin für die Waffe und natürlich das Springfield 1903 Waffe selbst. Das Springfield M1903 der Firma S&T ist ein Federdruckrepetiersystem im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar, dazu später noch ein bisschen mehr. Das Material, was verwendet wurde, ist Echtholz und Metall. Wir finden hier kein Kunststoff an der Waffe. Die Energie wird beim Begardi mit 1,3 bis 1,4 Joule angegeben. Das haben wir natürlich selbstverständlich nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt 112,2 cm, das Gewicht bei 2,7 kg. Der Preis des Bodenstückes liegt bei 369 Euro. Kommen wir nun zu den Eigenschaften außen von der Waffe. Arbeiten wir nun uns von hinten nach vorne durch. Der Schaft ist aus echtem Holz gefertigt mit sehr detaillierter Maserung. Der Receiver, der Verschluss, der Outer Barrel sind alles aus Metall hergestellt. Wir befinden uns vorne, haben wir auch noch eine Original-Metall-Bajonetthalterung zum Anbringen des Springfields-Bajonetts. Die Kimme ist vollständig einstellbar in der Höhe und in der Seite. Schneiden wir schnell die Markings an. Wir haben auf der Oberseite ein S&T Armament-Aufschrift mit einer fortlaufenden Seriennummer. Darunter befindet sich die Kaliberbezeichnung und der Importeur, in dem Fall M1903 Begardi, Kaliber im 6 mm, und das F im Sechseck. Kommen wir nun zum Inneren der Waffe. Im Inneren ist eine Metall-Hop-Up-Unit verbaut, die sich hier über diesen Regler, wie wir finden, ohne Werkzeug bequem einstellen lässt. Die Triggerbox, die hier verbaut ist, ist VSR-kompatibel, der Rest jedoch nicht. Im Zylinder befindet sich ein Kunststoffpisten, der durch seine gummierte Oberfläche sehr sauber und sehr ruhig abschlägt. Wir haben uns das natürlich auch nicht wieder nehmen lassen, diese Waffe zu testen. Wir haben dafür den Heiko ins Feld geschickt und wir wünschen euch jetzt viel Spaß im Praxistest. Servus Leute, ich durfte heute mal die M1903 Probe spielen. Die Verarbeitung außen ist, wie man für sich da los fühlt sich auch, wer einen Kahnschuh hat, super an. Das Einzige, was ich machen würde, ist einen neuen Innenlauf und vielleicht ein bisschen mehr Innenaufwechseln. Ansonsten für den Preis, ich weiß nicht mehr kaufen. Kommen wir nun auch schon zum Fazit der Waffe. Für den Preis von 369 Euro kriegt man hier eine sehr detaillierte Waffe mit schönem Holz, schöner Metallverarbeitung, der sich nicht hinter anderen M1903er verstecken muss. Was hier von Vorteil ist, ist natürlich das Federdrucksystem. Man ist temperaturunabhängig und hat da bestimmt lang seine Freude dran. Wir werden uns das Teil jedenfalls auf jeden Fall zulegen. Ich hab's schon. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, euer Heubi FV. Macht's gut.